Die Fahrräder wiegen 30 bis 35 Kilo, dann kommt die 50 Kilo Gepäck, die wir dazu haben, Equipment dazu und unser Körpergewicht. Also wir radeln mit so circa 160 Kilo durch die Gegend. In dem Moment, wenn wir abends zelten, dann würden wir die Umgebung, wo wir zelten, abscannen, da am Strand entlang wandern und Sachen einsammeln. Und so würden wir das dann eben auch, wenn wir dann inländisch irgendwo an einem See, sage ich mal, oder meinetwegen auch irgendwo in der Pampa stranden, dann gucken wir da, dass wir ein bisschen was einsammeln. Aus dem Ganzen ist eine Freundschaft entstanden in einem Alter, wo man sich eigentlich keine neuen Freunde mehr sucht. So, und das ist schon ein echt großer Gewinn, dass das so entstehen konnte. Wir sind total unterschiedlich und wir haben auch unsere Reibungspunkte. Das passiert auch auf Touren immer wieder. Aber letztendlich stehen wir dann, wenn es drauf ankommt, auch wie ein Mann zusammen. Und Markus schließt mich ein bisschen auf. Ich bin mehr so der Buchdeckeltyp. Ich habe oben und unten einen Deckel. Und nur wenn ich eins davon aufklappe, dann kommt auch was raus. Das hat auch mit der Schriftstellerei zu tun. Andererseits, wenn es mal kritisch wird, wenn es hart auf hart kommt und die Situationen vielleicht sogar lebensgefährlich sind, dann kann ich dafür sorgen, dass Markus ein bisschen runterkommt und man solche Situationen halt eben auch übersteht, weil man nicht hektisch wird. Das ist die Postbote. Da ist der Postbote. Hallo, hier im Nebeneingang. Freunde, herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Der Frühling ist da, jetzt so richtig. Ich komme gerade rein von draußen, war mit dem Fahrrad unterwegs, einmal quer durch die Stadt, bin jetzt hier gerade in mein kleines Studio gestolpert und spüre quasi die Sonne noch auf meiner Haut, diesen doch jetzt warmen Wind und bin ein bisschen angeschwitzt, muss ich ehrlich sagen, aber Gott sei Dank werden hier über diese Wellen, die jetzt in eurem Ohr landen, ja keine Gerüche übertragen. Aber ich trage ohnehin mein gutes Merino-Shirt, das stinkt ja nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so unglaublich auf den Frühling, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Leben ins Leben kommt. Nicht nur aufgrund des Wetters, sondern einfach, ja, weil es wieder rausgeht, weil das ganze Leben mehr draußen stattfindet und ja, hoffentlich auch auf anderen Ebenen alles ein bisschen leichter läuft und nicht mehr so diese große, schwere Glocke des Corona-Winters, eines weiteren Corona-Winters über uns liegt. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Die beiden Typen, die ich gerade besucht habe, die sind auf jeden Fall so richtig in Aufbruchsstimmung. Und das Gespräch, was ich mit denen geführt habe, das hört ihr heute in dieser Folge. Die Rede ist von Andreas Winkelmann und Markus Knüffgen. Andreas ist ein bekannter deutscher Thriller-Autor, hat schon Spiegel-Bestseller geschrieben, auch auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste schon gewesen mit einem Roman von ihm oder einem Thriller, Die Lieferung. Und Markus ist Schauspieler, gerade nicht mehr so aktiv, das wird er später auch selbst nochmal erzählen, hat aber in vielen bekannten Produktionen auch mitgespielt. Markus lebt hier in Hamburg, Andreas kommt aus Bremen und die beiden haben sich heute zusammengefunden in Hamburg, weil es morgen auf große Tour, auf großes Abenteuer geht. Die beiden werden mit Fahrrädern aufbrechen, um eine Strecke von fast 8000 Kilometern zurückzulegen. Und auf dieser Reise, die vor ihnen liegt, haben sie was ganz Besonderes vor. Ich will da jetzt gar nicht zu viel vorweggreifen, denn wir werden natürlich in dem Gespräch darauf kommen, auf das, was sie vorhaben und was sie da erwartet, warum sie diese Reise antreten. Wir werden auch über Freundschaft sprechen. Die beiden sind durchaus unterschiedlich, haben aber auch ganz viel gemeinsam und ergänzen sich sehr gut, sind zumindest erprobte Abenteuerpartner auch. Unser Gespräch gibt aber auch einen kleinen Einblick da rein, was es eigentlich bedeutet, ein richtiges Abenteuerprojekt zu starten und zu organisieren. Ein Abenteuer, eine Reise, wo auch noch ein bisschen was dranhängt, die aufbereitet werden soll, medial, die viele Menschen erreichen soll und die vor allem einen guten Zweck erfüllen soll und ein bisschen Geld zusammenbringen soll für eine gute Sache. Auch darüber werdet ihr gleich natürlich mehr erfahren. Ich habe die beiden in Markus' Wohnung getroffen. Die beiden Räder standen schon startklar im Eingangsbereich der Wohnung. Also ihr hört jetzt wirklich das letzte Gespräch vor Abfahrt sozusagen ganz frisch und wie gesagt mit ganz viel Aufbruchstimmung.
Ja, moin ihr beiden. Hallo Markus, hallo Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen. Hallo Christo, wir auch. Ja, grüß dich. Da vorne stehen eure Räder. Nicht heute geht's los, ne? Sondern morgen früh startet ihr. Genau. Am Donnerstag, ja. Dieser Podcast erscheint am Donnerstagmorgen. Das heißt, wenn der erscheint morgens um 3. Da kann man den immer schon hören. Aber das werden die meisten nicht tun. Ja? 3 Uhr früh erscheint der. Okay. Da stehe ich aber nicht auf und drücke auf den Knopf, sondern das kannst du einstellen vorher, dass der dann live geht. Die meisten, die ersten werden den wahrscheinlich so um 7-8 Uhr morgens hören. Seid ihr dann schon unterwegs? Nee, das Problem ist ja, wir haben um 10 Uhr noch einen wichtigen Pressetermin. Wir fahren ja bei Globetrotter Wiesendamm los und da kommt netterweise der NDR mit dem roten Sofa hin. Und die machen morgen ein Interview und vielleicht 2, 3 Aufnahmen, die werden irgendwie, also für den Beitrag am Abend, auch an dem gleichen Abend soll das dann kommen. Wir haben auch ein bisschen Material von uns bekommen, was wir schon so vorproduziert haben. Andreas und ich haben an der Ostsee mal so 2 Tage getestet, mal gezeltet da draußen und auch mal die Bikes ausprobiert. Und dadurch gibt's auch schon ein bisschen Fahraufnahmen. Ist ja immer für so einen Beitrag ganz wichtig. Aber das passiert morgen und die haben, was haben sie zu dir gesagt? Wie lange brauchen die uns? Also maximal bis 13 Uhr, um danach noch schneiden zu können, weil es ja abends schon gesendet wird. Wir kommen noch los, aber wir schaffen sicherlich nicht die Strecke, die wir geplant hatten, aber das ist auch kein Problem. Das ist ein guter Start. Ja. Wenn schon der erste Tag nicht so läuft, wie ursprünglich angedacht. Aber Wetter soll gut werden. Flexibilität ist ja bei solchen Touren auch immer gefragt. Ja. Total. Wir haben uns ja eigentlich so einen Schnitt, also da sind wir vielleicht auch schon gleich im Detail, also unsere Tour soll ja 3 Monate dauern. Laut unserer Komoot-App sind es 88 Tagestouren, ungefähr umgerechnet immer so um die 80 Kilometer. Die müssen wir fahren, um dann in 88 Tagen diese Strecke zu schaffen. Aber uns beiden ist natürlich klar, wir werden mal einen Tag haben, wo es dann nur 40 Kilometer werden. Aus vielen Gründen. Steil, Akku leer. Keine Lust, weil es so schön ist. Das will ich mal sagen. Ne? Das müssen wir uns ja auch mal gönnen, dass wir nicht sagen, wir können hier, wir haben einen Plan und dann müssen wir dranbleiben, sondern dass wir die Möglichkeit haben, auch mal zu chillen. Mal einen Tag was angucken, vielleicht auch mal spazieren gehen, eine kleine Wanderung machen. Aber dafür werden wir dann am anderen Tag vielleicht dann auch mal die Hälfte, wie Andreas gestern. Wie viele Kilometer bist du gestern gefahren? Ohne Unterstützung? Knappe 70 ohne Elektrounterstützung. Das geht also auch, das kann man schaffen. Ne? Das finde ich ehrlich gesagt echt respektabel, weil ich habe ja auch schon ein bisschen was ausprobiert und ich glaube, das Längste, was ich bisher ohne Unterstützung gefahren bin, mit Gewicht, also mit Gepäck dabei, das waren, glaube ich, mal so 12 Kilometer. Und da war ich schon unangenehm berührt. Also 70 und ohne Training? Hut ab. Genau, wir sind ja noch nicht im Training. Wart mal an 2, 3 Wochen, wie unsere Oberschenkel dann aussehen. Dann brauchen wir vielleicht auch den Elektroantrieb gar nicht mehr, wer weiß. Aber bitte nicht gleich wie so einen Druck machen, dass wir jetzt jeden Tag die Hälfte ohne Unterstützung. Gib mir eine Woche. Und dann möchte ich mit dir gerne auch mal längere Strecken ohne. Machen wir. Wir haben eben schon kurz über das Gewicht gesprochen. Da habt ihr ordentlich was aufgesattelt. Aber eine Möglichkeit ist ja auch immer, ihr werdet vielleicht noch 1, 2 Kilo verlieren unterwegs, weil du gerade sagst, dicke Oberschenkel. Also nicht zu viel Muskelmasse aufbauen am besten. Und möglichst noch 2, 3 Kilo runter, damit das ganze Ding am Ende leichter wird. Ja. Aber lass mal nochmal einen Schritt zurück machen. Ja. Was habt ihr überhaupt vor? Also darüber erstmal sprechen. Wir haben über Elektro gesprochen, wir haben jetzt über 88 mal 80 Kilometer gesprochen, über eine ganze Zeit, die ihr unterwegs sein werdet. Morgen geht's los oder jetzt heute, an dem Tag, in dem dieser Podcast erscheint. Was habt ihr vor? Also runtergebrochen auf wenige Sätze haben wir vor, 8000 Kilometer um Nord-, Ost- und Baltische See zu fahren, immer an den Stränden entlang, die Strände dann vom Plastikmüll zu befreien und das an den Wertstoffhöfen und anderen Möglichkeiten abzugeben und während der Tour Spenden zu sammeln über Social Media für One Earth, One Ocean, die eine maritime Müllabfuhr weltweit betreiben. Und das alles auf Elektrolastenrädern. Genau, auf Elektrolastenrädern, elektrifizierten Lastenbikes. Ja, genau. Also für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, das bedeutet nicht, dass Andreas und ich einen Elektromotor haben, wo wir auf den Knopf drücken und dann fährt das Ding 25 Stundenkilometer. Man ist ein Pedelec. Das bedeutet, man hat mehrere Unterstützungsstufen. Wir fahren wirklich nur in der ersten, also in der leichtesten Stufe, damit wir eben diese 80, 90 Kilometer am Tag auch schaffen mit dem Akku. Das bedeutet, man kriegt eine Unterstützung, die sich auch wirklich
muss man auch sagen, echt gut anfühlt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob ein von hinten ein freundlicher Herr eine Hand auf die Schulter legt und ein bisschen anschubst. So wie der nette Vater früher das gemacht hat, wenn man eine Fahrradtour gemacht hat. Oder ordentlich Rückenwind halt. Oder ordentlich Rückenwind halt, genau. Und das motiviert sehr, muss ich sagen. Aber wir werden trotzdem, auch das ist Sport. Also auch das ist eine Belastung, auch das ist, also man kommt auch in Schwitzen, weil man tatsächlich, ist auch so wirklich so ein Motivationsding, du willst dann auch diese, bei 25 Stundenkilometer riegelt es ab. Also mehr Unterstützung ist nicht, aber du willst dann eigentlich auch immer dieses Limit von 25 Stundenkilometern, das heißt, du hast eine sehr hohe Frequenz, aber du trittst richtig rein. Also das ist schon Sport. Um nicht zu vergessen, die Fahrräder wiegen 30 bis 35 Kilo, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann kommt die 50 Kilo Gepäck, die wir dazu haben, Equipment dazu und unser Körpergewicht. Also wir radeln mit so circa 160 Kilo durch die Gegend. Ja. Das ist eine Menge. Bergauf ist das schon ein Anspruch. Jetzt radelt ihr ja aber nicht über die Alpen, Gott sei Dank. Nee. Dennoch warten ja ein paar Berge auf der Strecke Norwegen, auch. Ne? Laut dem Komoot, was ganz cool ist bei der Komoot-App, du siehst so ein Höhenprofil. Und du siehst am Anfang... Wunderbar, alles, ne, an der Küste entlang. Dänemark, also alles flach. Alles flach hier, Deutschland, Dänemark, wunderbar. Aber dann werden wir, ich kriege jetzt leider die Namen nicht, aber nach Christian Sand oder Christian Sund, der geneigte norwegische Zuhörer, der sich da auskennt, mag das entschuldigen, dass ich vielleicht die Stadt jetzt gerade falsch gesagt habe. Aber ab dem Moment, wo wir in Norwegen sind, geht das dann relativ flott, kennt man ja die Landschaft Fjorde, dann geht das halt mal steil rauf, steil runter. Da werden wir eine Menge Höhenmeter haben, ja. Das summiert sich da auf irgendwie 1600 Höhenmeter im Anstieg und Abstieg, aber nicht wie in den Alpen, dass man sehr, sehr lange Anstiege hat. Ich denke mal, das ist in der Fjordlandschaft immer mal ein kurzer Anstieg, ein kurzer Abstieg und über die weite Strecke summiert sich das dann halt auf. Ja. Ich glaube, das ist auch schon machbar. Ja. Wenn wir nochmal auf diese Strecke gucken, du hast es eben ganz kurz beschrieben, wo es lang geht. Also Dänemark hoch, dann rüber nach Norwegen. Mhm. Ungefähr genau. Mit der Fähre oder wie fahrt ihr? Da müssen wir mit der Fähre. Ja. Mhm. Genau. Und dann oben weiter die norwegische Küste. Ja, die Bergen sozusagen. Westküste dann. Genau, entlang. Westküste. Ja. Ostküste gibt es ja in Norwegen nicht. Ja. Genau. Stimmt. Und dann kann ich leider tatsächlich auch keinen Ort nennen, aber wir fahren sozusagen so weit nach Norden, dass wenn man auf die Karte schaut und die Ostsee auch sieht, zur Spitze, wenn man mit dem Lineal einen ganz geraden Strich machen würde, eben von Norwegen rüber zur Ostsee, zum höchsten Punkt der Ostsee. Und da biegen wir dann sozusagen nach Osten ab und haben dann auch nochmal gute 1000 Kilometer wirklich Inland. Also wie Andreas gerade gesagt hat, wir wollen ja an den Küsten entlang eben wegen unseres Partners und wegen der Aktion und wegen der Symbolik, Plastikmüll von den Stränden einzusammeln. Aber da werden wir natürlich nicht aufhören, auch Plastikmüll zu sammeln. Oder auch mal, wenn es unsere Fahrräder zulassen, auch mal ein bisschen Metallschrott oder was auch immer wir dann entlang des Weges finden. Sprich, also Andreas und ich, wir werden jetzt auch nicht alle 5 Minuten stehen bleiben, weil wir, so traurig es ist, vielleicht Müll sehen. Wir müssen das natürlich logistisch so ein bisschen, ne, in dem Moment, wenn wir abends zelten, dann würden wir die Umgebung, wo wir zelten, abscannen, da am Strand entlang wandern und Sachen einsammeln. Und so würden wir das dann eben auch, wenn wir dann inländisch irgendwo an einem See, sage ich mal, oder meinetwegen auch irgendwo in der Pampa stranden, dann gucken wir da, dass wir ein bisschen was einsammeln. Also wir queren einmal durchs norwegische und schwedische Inland, um dann rüber zur Ostsee zu kommen und dann an der finnischen Küste runter. Soweit es halt geht. Ursprünglich war St. Petersburg noch mit eingeplant, das fällt aus aktuellen Problemen jetzt weg und wir werden dann da wieder eine Fähre nehmen und drüber. Von Helsinki nach Tallinn. Genau, und dann sind die drei baltischen Staaten dran, Polen und dann wieder zurück nach Deutschland. Das ist die Strecke, genau. Ja, das ist ein ordentliches Brett. Ich kann es so gut nachvollziehen, ihr sitzt jetzt hier und scheint ganz ruhig, aber... Es ist ja beim Aufbruch, ne? Es ist ja immer aufregend, es ist spannend. Was brauchen wir jetzt noch? Was brauchen wir vielleicht auch nicht? Was können wir noch da lassen? Weil wenn ihr jetzt mal losgefahren seid, dann seid ihr unterwegs. Mhm. Ne? Dann gibt es natürlich die Möglichkeit hier und da, wenn was ganz Wichtiges fehlt, nochmal was dazu zu kaufen, auch irgendwo, aber das will man ja nicht. Ne? Man will ja alles dabei haben und auch an alles gedacht haben. Aber seid ihr gesund? Seid ihr fit? Seid ihr ausgeschlafen? Das mal erstmal ist ja die wichtigste Voraussetzung. Fange ich mal an, das ist wahrscheinlich kürzer bei mir. Ich bin gesund, ausgeschlafen und fit, ja. Also Andreas hat den großen Vorteil, dass er Blutgruppe 0 positiv, ja. Genau.
keine Ahnung, ob das jetzt eine esoterische Geschichte ist. Ich habe mir sagen lassen, die Leute, die diese Blutgruppe haben, die sind gegen das Coronavirus immun. Oder auf jeden Fall sind sie da besser vorbereitet. Ich habe tatsächlich dummerweise genau vor einem Monat, und zwar wie letztens nochmal, weil ich gestern nochmal beim Onkel Doktor war, habe ich mich nochmal durchchecken lassen, weil ich hatte am 14. März die ersten Symptome, dann 3 Tage später positiv getestet und dann wirklich, was ich nicht gedacht hätte, weil ich der festen Meinung war, dass mein Immunsystem ein Knaller ist. Ich bin auch 3-mal geimpft und es hat mich 14 Tage rausgehauen. Komplett. Ja, ich hatte vorher auch, nicht weil ich es machen musste für die Tour, ich bin wirklich so 3-4-mal die Woche joggen gegangen, einfach für so ein Fitnesslevel zu halten, was mir auch gut tut für den Kopf. Es ging gar nichts mehr. Ich habe natürlich jeden Tag mit Andreas gesprochen und er hatte auch ein echt schlechtes Gewissen. Aber ich dachte, wenn das jetzt daran liegt, dass diese Tour, und wir sind so ein bisschen, 3 Monate ist ja schon eine Menge Zeit, Andreas ist ja Schriftsteller und genau 3 Monate braucht er eigentlich, um ein Buch zu schreiben. Er hat sich jetzt 3 Monate freigenommen für diese Tour, dass er die mit mir machen kann. Ich bin ja absolut freischaffend im Moment, bin zwar Schauspieler, aber in dem Sinne kein Engagement. Also hab wirklich, ich habe diese Zeit. Aber für Andreas ist es eben auch, er muss sich diese Zeit freinehmen und ich lustigerweise muss dann aber wieder in 3 Monaten zu Hause sein, weil die großen Ferien losgehen. Und ich als auch großer Hausmann und Freund der Familie muss dann wieder da sein, meine Frau ist Vollzeit beschäftigt, dass dann einer in den 6 Wochen großen Ferien einfach für unsere 14-jährige Tochter vor Ort ist, ne? Und das sind die Sachen und das hat echt Stress gebracht und ich habe jeden Tag herbeigesehen, wo ich mich besser fühle. Nach 14 Tagen ging das dann schlagartig aufwärts, hatte aber immer noch so einen leichten Reizhusten. Gestern eben, um das kurz abzuschließen, war ich beim Doc, Blut abgenommen, Entzündungswerte sind okay, Blutwerte sind okay, Lungenvolumen ist okay, Herz ist okay. Es sind ja 1000 Sachen, die dann immer noch kommen und dann fragt man sich, kann ich jetzt wirklich, muss dies noch machen, das noch abschließen? Ihr seid Startler. Ja, alles glatt gelaufen kann man, das kann man wahrscheinlich bei keinen Vorbereitungen sagen. Wir hatten auch Probleme aufgrund der Lieferprobleme, die es im Moment überhaupt und überall gibt, Akkus für die Fahrräder zu bekommen, haben da lange drauf gewartet, wir hätten die Fahrräder gerne vorher gehabt, um die auch schon mal ein bisschen zu testen, das ging dann halt nicht. Ja, ich musste noch unbedingt ein Buch fertig schreiben und das habe ich tatsächlich jetzt vor 3 Tagen dann auch erst an den Verlag letztendgültig abgeschickt. Das hat also just in time noch gepasst und diese Art von Druck beim Buchschreiben kenne ich sonst auch nicht. Aber das sind alles handelbare Dinge. Also ohne diesen Stress und diese Anspannung hättest du ja auch nicht mal ein Abenteuerfeeling. Also ein bisschen braucht man das auch, finde ich. Ja. Aber also wir sind erstmal total happy, weil wir ja sowas auch zum, also wir machen ja ganz viele Sachen hier zum ersten Mal, ne? Man könnte eigentlich fast alles machen wir zum ersten Mal. Wir haben keine Ahnung von Cargo-Bikes, wir haben keine Ahnung von E-Bikes, wir haben eigentlich keine Ahnung von überhaupt einer richtig langen Fahrradtour. Ganz wichtig, was du ja auch vorhin gesagt hast, fangen wir mal beim Anfang an, dass wir uns eine Umwelt- und eine Spendenaktion ausgesucht haben. Da sind wir auch überhaupt nicht erfahren drin. Das kam einfach auch da raus, dass Andreas und ich seit 6 Jahren einfach zusammen in die Natur gehen und wir letztes Jahr zusammen, auch dank Andreas Background als Schriftsteller, die Möglichkeit hatten, ein Buch zu schreiben über unsere, ja, über 3 Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Das nennt sich Wilder wird's nicht, das Buch. Du hattest ja Andreas auch schon mal eingeladen in deinen Podcast. Ganz genau, so heißt auch die Podcast-Folge, die es dazu gibt. Natürlich genau. Noch im Archiv und in der Tat eine der meistgehörten ist. Hören ich glaube, in den Top 5 von den meistgehörten Podcast-Folgen. Oh, das muss an Andreas gehen. Ja, also gerne nochmal reinhören. Ja. Wilder wird's nicht. Ja, ganz Wilder wird's schönes nicht. Buch. Genau. Ja, genau. Und dann haben wir beide uns natürlich, weil das echt Spaß gemacht hat, dieses Buch zu schreiben, von unseren Abenteuern zu berichten. Und mal ganz doof, man ist nicht umsonst Schriftsteller, man ist nicht umsonst Schauspieler, weil man ein Sendungsbewusstsein hat, Bedürfnis hat. Ja, man erlebt etwas und man möchte das irgendwie auch der Welt da draußen mitteilen. Und irgendwie haben wir danach gesagt, das war doch toll. Jetzt haben wir schon mal ein Buch über so Outdoor-Geschichten herausgebracht. Jetzt müssen wir doch mal irgendwie noch mal eine andere Tour machen. Und ich habe tatsächlich erst gedacht, ja gut, wo fahren wir hin? Was machen wir als nächstes für eine Wanderung? Wieder 2-3 Wochen. Und dann hat Andreas tatsächlich von sich aus gesagt, und das überlasse ich jetzt dir mal zu erzählen, mein Lieber, wie das dann dazu gekommen ist, dann sowas anderes zu machen. Da kam irgendwie eins ein bisschen zum anderen. Ich war bei dir zu Besuch an der Ostsee und wir sind am Strand entlang gegangen und haben halt eben darüber geredet, was wir so als nächstes als Tour machen können. Und wir hatten uns früher schon mal über den Nordsee-Radweg unterhalten, dass wir den vielleicht mal mit dem Fahrrad machen. Und
weil wir eben gerade in dem Moment am Strand waren und weil da wahrscheinlich auch ein bisschen Plastikmüll rumlag, gab es halt eben diese neuen Synapsen in meinem Hirn und dann kam plötzlich dabei raus, dann lass uns doch den Nordsee-Radweg fahren mit Cargo-Bikes und wir sammeln Plastikmüll dabei, machen da so eine Umwelt-Charity-Aktion draus. Das war der allererste Gedanke. So sind wir auch in die Planung eingestiegen. Und dann ging das aber allerdings mit dem Nordsee-Radweg nicht mehr, weil es keine Fährverbindung mehr gab von Norwegen, Norwegen von rüber. Bergen rüber zu den Shetland-Inseln, das ist nur für die Leute, weil es ja klar wäre, wenn einer überlegt, die Nordsee ist ja nicht ein Binnenmeer, aber dann wäre eben auch eine Fährverbindung da gewesen und dann hätte man über England zurück sozusagen. Ja. Und das ging nicht mehr. Und dann haben wir uns eben für diese Tour entschieden, die genau den gleichen Sinn erfüllt, ungefähr gleich genau die gleiche Strecke ist. Wir müssen halt nur einmal durchs Inland queren, aber das ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Und so ist dann, und dann haben wir angefangen, intensiver darüber nachzudenken. Ich bin dann tatsächlich, habe mich ein bisschen zurückgezogen, weil ich, wie gesagt, noch ein Buch schreiben muss. Es dauert immer so zwischen 3-4 Monaten und dann hatte ich auch noch eine Lesetour im letzten Spätherbst. Und dann hat dankenswerterweise Markus die ganze Vorarbeit und die ganze Planung und die Anschreiben an Sponsoren und alles hat tatsächlich Markus in einem Fulltime-Job übernommen. Sonst hätte das auch nicht funktioniert und wir wären jetzt auch noch nicht abreisebereit. Und ich habe es tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe so gedacht, das läuft so nebenher, neben dem normalen Alltag. Und das ist wirklich, also jetzt verstehe ich auch wirklich auch dich, ne, mit deinem tollen Projekt, was du ja letztes Jahr gemacht hast, von der Zugspitze nach Sylt, was das eigentlich bedarf, sowas zu organisieren. Wir wollen ja auch einen Film, dass ein Film am Ende dabei rauskommt. Wir wollen natürlich, dass ein Buch dabei am Ende dabei rauskommt. Wir wollen aber auch eben diese Spendenaktion als allererstes, dass die funktioniert, dass wir die 20.000 Euro für den Seehamster, das ist so das kleinste Müllsammelschiff aus der Müllsammelflotte von One Earth, One Ocean. Das haben wir uns gesagt, das ist einfach erreichbar, 20.000. Weil die Seekuh, die kostet dann gleich 500.000. Das wäre dann schon ziemlich hart einzusteigen, dass man eine 500.000 erradeln will. Aber wer weiß. Viele Sachen haben super easy geklappt, verrückterweise. Aber ein paar Sachen waren dann schwieriger. Und da schließt sich der Kreis, den ich vorhin eigentlich versucht habe anzufangen. Ich habe halt tatsächlich gestern meine Fahrradklamotten gekriegt und gestern meine Packtaschen. Und das war, das hat schon so ein bisschen, man will ja irgendwie schon mal so wissen, wo packt man was hin? Wie ist es? Was ziehe ich an? Und dass das jetzt wirklich, und über, das soll gar kein Vorwurf an irgendjemand sein, der uns hier wirklich mit tollen Sachen unterstützt. Aber es war halt ein Stressfaktor. Ganz klar, ich hätte gerne spätestens eigentlich eine Woche vorher alles da gehabt und dann die letzte Woche so nochmal so ganz, so jeden Tag noch eine Sache erledigt. Aber es war dann wirklich so. Und es auf die Spitze zu treiben, kommt jetzt eigentlich gleich noch, während wir hier den Podcast aufzeichnen, per Expressdienst. Genau. Mein allerletztes Paket, in dem noch zwei wichtige Sachen stecken. Genau. Wenn es dann noch kommt, ich bin schon ein bisschen nervös, es wird gleich 12 Uhr. Ich hoffe, wir hören es gleich klingeln. Schauen und das, wir mal, das sind so Sachen. Und was dann auch, aber das will ich jetzt auch gar nicht auswalzen, es passieren dann manchmal so Sachen, dass dann ganz tolle Sachen passieren. Wir hatten zum Beispiel auch einen Kontakt mit jemandem, der uns eine sehr große Spendensumme versprochen hat, wo man sich wahnsinnig freut, was das im Vorfeld dann schon Leute sagen, wir finden euer Projekt so toll, dass das klappt. Da habe ich gesagt, ey, das gibt's doch nicht. Und dann kriegen wir irgendwie echt richtig hier ein paar Tausender schon. Und das ist ja irre, das wird ja auch wirklich die Spendenaktion nach vorne. Und dann 3 Tage vorher wird uns plötzlich mitgeteilt, nee, eine Spendenaktion gibt es nicht, wir machen nur eine Partnerschaft mit euch. Und das ist dann halt auch was, wo man, und da sind wir Gott sei Dank wahnsinnig eins, der Andreas und ich. Ja, wir sind vom Charakter schon sehr unterschiedliche Typen, aber ich finde, wir haben so einen moralischen Kompass und ich glaube, das ist fast am Ende des Tages das Allerwichtigste, dass man so einen gemeinsamen moralischen Kompass hat und dass wir eigentlich unabgesprochen wissen, das passt nicht. Mhm. Wenn dann einer sagt, nur weil wir ganz viel Kohle von dem kriegen könnten, für eine gute Sache, dass wir dafür aber unser Baby, nämlich unsere Tour, im Endeffekt dann als Sponsoring oder als Partnerschaft mit jemanden, den wir nicht passend finden, dann funktioniert das nicht. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist aber total schön, weil, wie gesagt, wir sind echt vom Charakter, Andreas ist ein ruhiger Typ, ich bin ein hibbeliger Typ. Ich trage meine Seele immer alles auf der Lippe, das hat Vor- und Nachteile. Ich bin auch schnell angefasst oder sowas. Andreas klärt das erstmal immer alles mit sich selber. Aber das ist total wichtig, finde ich, für so ein gemeinschaftliches Projekt, dass man merkt, da ticken wir total wie eine Einheit. Und das ist total schön zu wissen. Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil ich genau so ein gleiches Ding auch hatte im Vorfeld meiner Tour letztes Jahr, wo jemand da als Sponsor unterstützen wollte und dann mit einer Idee kam, wo ich da, vergiss es. Also, nein,
mache ich nicht. Und dann aber in dem Gespräch sage ich, ja, dann machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir noch mehr, noch mehr. Ich sage, nee, das ist jetzt gerade für mich gestorben, weil es ist jetzt gerade vorbei. Das ist, genau. Dieses Flämmchen ist ausgegangen. Total. Und wir machen jetzt nichts mehr zusammen. Genau. Ja, sich da nicht zu verbiegen. Ja, genau. Das ist total, total richtig. Aber du hast gerade gesagt, ihr seid sehr unterschiedlich und das stimmt, das nehme ich ja auch so wahr. Also zumindest so nach außen hin. Ja, Andreas, du bist eher der bisschen ruhige, bisschen besondere, bedachte Typ, der aber wahrscheinlich auch das, hast du eben schon gesagt, wenn er nachts ein Geräusch hört, sofort kampfbereit ist. Ja, so schätze ich dich auch ein. In der Bildnis mit Andreas an meiner Seite ist. Markus, der immer eher ein bisschen, ich will nicht sagen lauter raus ist, ja, aber doch natürlich ein bisschen vielleicht mehr Mitteilungsbedürfnisse hat und die Sachen eher nach draußen trägt, als sie erst mal mit sich selbst auszumachen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Also wie seid ihr eigentlich zusammengekommen, ihr beiden? Das ist auch eine ganz interessante und am Ende auch wirklich schöne Geschichte, dass ich mal vor einigen Jahren ein Drehbuch für ein Filmprojekt geschrieben habe. Sollte eine Rockergeschichte sein, die im Ruhrgebiet spielt. Und wir hatten mit Partnern, haben wir das schon so weit vorangetrieben, dass es dann auch einen Teaser-Dreh im Ruhrgebiet gab. Also wir wollten einen Kurzfilm drehen, um dann für den Langfilm eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und haben dann eine Woche lang diesen Kurzfilm im Ruhrpott gedreht und brauchten dafür auch Darsteller. Und da hatte dankenswerterweise Markus sich für eine der Hauptrollen, nämlich als alkoholkranker Profiler, zur Verfügung gestellt. Und da kam dann ein Set und spielte dann auch die Rolle für ein paar Minuten und ich stand so daneben und hab gedacht, alter Schwede, genauso hast du dir den Typen vorgestellt. Also Markus trinkt überhaupt keinen Alkohol, aber in der Rolle hat man ihn das hundertprozentig abgenommen. Und wir haben dann ein bisschen miteinander gesprochen. Markus fand das Drehbuch toll, dann fühlte ich mich natürlich geschmeichelt, war auch mein erstes Drehbuch. Und haben dann schnell festgestellt, wir haben so einen guten Draht zueinander und wir haben eben beide die gleiche Leidenschaft. Wir gehen gern raus und leben Abenteuer in der Natur. Und dann haben wir damals gesagt, können wir auch mal was zusammen machen, haben aber noch nicht in solchen großen Dimensionen gedacht und haben dann einfach mal eine Alpenüberquerung zusammen gemacht. Erstmal besprochen und haben das dann als allererste Tour, sind wir mal 10 Tage zusammen über die Alpen gelaufen. So haben wir uns kennengelernt. Das Schöne daran und das Lustige daran ist, dass aus diesem Filmprojekt tatsächlich nie was geworden ist, weil es dann irgendwann zu Streitereien gab. Dann wollte mir jemand das Urheberrecht am Drehbuch absprechen und dann habe ich mich zurückgezogen. Dann haben irgendwann Anwälte das ganze Ding zu Grabe getragen. Und das war dann ärgerlich in der Phase, aber rückblickend muss ich sagen, ist aus dem Ganzen ja auch, wenn das Filmprojekt nicht funktioniert hat und es ärgerlich war, ist eine Freundschaft entstanden in einem Alter, ich bin ja auch schon ganz knapp über 50, in einem Alter, wo man sich eigentlich keine neuen Freunde mehr sucht, sondern dann hat man seinen festgefügten Kreis, in dem man lebt, da kommt niemand hinzu, eventuell stirbt jemand, wenn man Pech hat. Aber es kommt, wie gesagt, niemand mehr hinzu. Und das ist schon ein echt großer Gewinn, dass das so entstehen konnte. Wir sind total unterschiedlich und wir haben auch unsere Reibungspunkte. Das passiert auch auf Touren immer wieder. Aber letztendlich stehen wir dann, wenn es darauf ankommt, auch wie ein Mann zusammen. Und ich würde so eine Tour, wie wir die vorhaben, nicht alleine machen. Markus auch nicht. Da braucht es dann auch schon ein Team, das funktioniert. Und da muss man nicht immer einer Meinung sein und man muss nicht zu jeder Sekunde und Minute harmonisieren, aber man muss sich aufeinander verlassen können. Markus schließt mich ein bisschen auf. Ich bin mehr so der Buchdeckeltyp. Ich habe oben und unten einen Deckel und nur wenn ich eins davon aufklappe, dann kommt auch was raus. Das hat auch mit der Schriftstellerei zu tun, weil ich eben so funktioniere. Da schließt Markus mich ein bisschen auf, komme ich ein bisschen mehr aus mir heraus. Andererseits, wenn es mal kritisch wird, wenn es hart auf hart kommt und die Situationen vielleicht sogar lebensgefährlich sind, dann kann ich dafür sorgen, dass Markus ein bisschen runterkommt und man solche Situationen halt eben auch übersteht, weil man nicht hektisch wird. Da ergänzt sich das sogar toll. Ja. Genau, noch ein gutes Beispiel, also wo auch mein Charakter manchmal auch echt anstrengend und nervig ist, obwohl ich auch mich in Schutz nehmen muss, weil ich natürlich nie böse meine. Aber wir hatten tatsächlich die Situation, der Krieg ist ausgebrochen in der Ukraine. Und Andreas war so angefasst, weil er auch schon die Nachrichten besser als ich an diesem Tag irgendwie sich angeschaut hat. Er sagte, unsere Tour ist in Anführungsstrichen, nenn das jetzt einfach mal so ein bisschen in Gefahr. Ich weiß gar nicht, ob wir die Tour machen können. So. Und ich bin... Impulskontrolle ist bei mir ein großes Thema. Ich bin halt sofort an die Decke. Ich lass mal von Putin doch nicht irgendwie meine Tour kaputt machen. Ich bin so bekloppt, da machen wir auf jeden Fall. Und habe ihm dann gleich haben uns irgendwann mal drauf geeinigt, Sprachnachrichten sind manchmal gar nicht schlecht, weil man kriegt dann, man muss nicht zwischen den Zeilen lesen, man kriegt mit, wie ist die Emotionalität. Da war ich aber eben dann auch sehr aufgebracht, in Anführungsstrichen. Nicht ganz so schlimm, wie ich jetzt gerade vorgespielt habe. Aber auf jeden Fall so, dass ich am Abend, als ich dann die Nachrichten gesehen habe, ging es mir auch richtig
dreckig. Ich habe wirklich gedacht, Markus, was interessiert dich denn jetzt hier eine Tour und ein bisschen Umweltschutz und ein bisschen dieses, wenn die Welt irgendwie in Anführungsstrichen am Abgrund steht und da Menschen irgendwie abgeschlachtet werden und denen die Freiheit und das Recht, sich so dafür zu für einen Lebensstil zu entscheiden, einfach abgesprochen und weggenommen wird und ein Land weggenommen wird. Ey, was quatschst du den armen Andreas dann irgendwie so dumm voll? Ich habe mich dann auch entschuldigt. Das ist eines der Talente, die ich in den letzten Jahrzehnten durch meine Familie auch gelernt habe. Wenn du schon keine Impulskontrolle hast, Junge, dann entschuldige dich wenigstens möglichst schnell und trag das nicht noch irgendwie Wochen mit dir rum, weil du meinst, du wärst im Recht, sondern hast einen Fehler gemacht. Ja, und das sind so Punkte, sage ich jetzt mal, wo wir dann eine Unterschiedlichkeit haben, weil Andreas ist erstmal der, der sagt, ich schlafe eine Nacht drüber. Und ich sage, ich muss jetzt raus, das muss raus, ich krieg Krebs. Also das ist schwierig, weil man ist halt so, ne? Und ich weiß auch, dass es doof ist und ich versuche es oft. Und manchmal schaffe ich es, aber manchmal schaffe ich es eben auch nicht. No, ich würde sagen, wir bleiben einfach so, wie wir sind. Das hat ja bislang auch funktioniert und das wird es auch in Zukunft. Aber es ist ja schon mal sehr gut, wenn man sich selber kennt, ja, und weiß, wie man tickt. Nicht nur, wie der andere tickt, sondern auch, wie man selbst so tickt, wie man dann manchmal auch über die Stränge schlägt oder nervt und das dann auch einordnen kann. Ne? Ja. Apropos aber eine Nacht drüber schlafen. Ihr werdet ja schlafen, auch unterwegs. schöne Überleitung. Draußen. Am Strand, wenn es irgendwie geht, im Zelt. In einem oder in zwei Zelten? Ja, okay. Das ist jetzt mal die erste. Mein Part. Ich habe vorhin noch zu Markus gesagt, am meisten freue ich mich jetzt, wenn die Tour losgeht, endlich wieder draußen schlafen zu können. Weil das vermisse ich wirklich. Ich habe eine ganze Weile nicht mehr draußen im Zelt geschlafen und ich schlafe wirklich gern draußen im Zelt. Freue ich mich echt drauf. Und wir werden die ganze Tour draußen schlafen. Es sei denn, uns überrascht mal ein Orkan, der die Zelte beschädigen könnte, dann gehen wir mal rein. Aber sonst schlafen wir wirklich die 3 Monate draußen. Wir haben jeder ein Zelt. Das erhöht natürlich Gewicht und Equipment, aber ich für meinen Teil, und ich glaube, Markus geht's da genauso, wir haben mal irgendwann festgelegt, man ist schon sehr nah beieinander, wenn man so eine Tour zusammen macht und das den ganzen Tag. Ein bisschen Privatsphäre brauche ich und das ist eben genau der Teil, wenn ich abends ins Zelt krieche, in den Schlafsack krieche, da möchte ich gern für mich allein sein. Also wenn ich dann in der Nase bohre, dann sieht es halt eben niemanden. Und so haben wir uns darauf auch geeinigt, das hatten wir auch schon bei unseren anderen Touren, dass jeder sein kleines Zelt mitgeschleppt hat, damit wir dieses bisschen Privatsphäre dann auch noch haben. Wir kommen ja auch beide mal ganz doof, wirklich aus einer jahrzehntelangen Alleinreise-Dietis. Ja. Ja, ja. Ich hatte nie einen Outdoor-Buddy, ja. Ich hatte zwar ab und zu mal Leute, die das auch nicht schlecht fanden oder so, aber da hat man immer nur darüber geredet, wir sollten mal eine Tour zusammen machen, ist nie passiert. Alle Touren da draußen immer alleine gemacht und hatte tatsächlich auch schon den Vorteil, du musst dich halt mit niemandem besprechen, du kannst eine Route einfach verändern, du kannst je nach Kraft irgendwie verkürzen oder verlängern und du bist halt da schon sehr frei und das Alleinsein ist auch was sehr, sehr Schönes und das ist jetzt tatsächlich eben dadurch, dass wir zu zweit unterwegs sind, wie Andreas gerade gesagt hat, total wichtig, dass wir eben auch mal wenigstens dann nachts auch mal allein sein können. Und ich meine, auch beim Wandern kann man sich mal, das können wir übrigens auch total gut, uns einfach kann auch mal einer stumm 300 Meter vorlaufen, ohne dass ihr denkt, bist du jetzt beleidigt oder was, sondern dann weiß man einfach, nee, der will jetzt einfach die Natur genießen, der will jetzt auch seinen Rhythmus haben. Und das funktioniert super gut mit uns beiden. Aber wir kommen eben komplett von diesem ewigen allein unterwegs sein, ne? Ja. Ich meine auch zu erinnern vom letzten Mal, Andreas, dass wir schon drüber gesprochen haben, dass Markus manchmal morgens ein bisschen länger braucht mit dem Sachenpacken. Kann das sein? Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, was ich sage. Dünnes Eis. Das ist dünnes Eis, genau. Ja, das ist tatsächlich so. Ich war ja auch mal ein paar Jahre bei der Bundeswehr und habe packen gelernt und auch schnell. Also da wirst du ja nachts dann aus dem Schlaf gerissen und musst irgendwie in 20 Minuten dann Geraffel zusammen haben und dann geht's in die nächste Übung. Das kann ich also schon und da bin ich auch ein bisschen spießig. Weiß auch immer, wo meine Sachen sind, ist alles gut organisiert und bei Markus ist es mehr so ein bisschen, entspricht aber auch seiner Persönlichkeit. Es ist schon das Gepäck auch manchmal ein bisschen kreativer, um das sozusagen. Ja. Genau, ja. Und da kann es auch schon mal länger dauern. Das ist eigentlich nicht das Problem, man hat ja auch Zeit. Wir hatten damals drüber gesprochen, da hatte ich, glaube ich, gesagt, okay, aber dann steige ich morgens in meine vom Vortag noch nassen Stiefeln und Klamotten
Und dann stehst du da eine halbe Stunde und frierst schon mal, bevor es losgehen kann. Das kann schon auch mal nerven dann. Das wird jetzt ja, auch. Ich kenne das auch. Vielleicht habe ich auch deswegen damals schon gefragt, weil ich eben auch so einen guten Freund habe, mit dem ich viel draußen unterwegs bin, der auch einfach ewig braucht, bis es morgens losgeht. Und dann denkst du auch, ja, sag mal. Eigentlich müsste man da noch eine halbe Stunde länger liegen bleiben. Ne? Genau. Aber das ist dann, ja, das kann ich dann auch nicht. Funktioniert meist auch nicht, genau. Das ist vielleicht tatsächlich jetzt bei der Tour sogar manchmal leichter, dass wenn einer dann fertig ist, wir haben ja die gleiche Navi-App, dann könnte man auch sagen, der fährt einfach schon mal los. Und man hat den gleichen Weg vor sich. Es ist ja nicht wie im wilden Gelände, wo man wirklich sagt, wir bleiben jetzt zusammen. Weil wenn wir uns hier verlieren, dann verlieren wir uns wirklich. Es sind Straßen, wir haben dann ein Ziel auch. Dann kann auch einer mal irgendwie eine halbe Stunde vorfahren und macht dann irgendwann, wenn er wieder Lust hat, irgendwie eine Pause und wartet auf den anderen. Oder ne? Wir haben Handys dabei, wir können uns auch sogar anrufen, können sagen, warte auf mich bitte. Oder wie auch immer. Aber ich weiß halt noch nicht so ganz genau, ob ich mir diesen Spaß nehmen lassen will, morgens Markus dabei zu beobachten, wie er sein Equipment und sein Geraffel zusammenrollt. Einfach nicht zu sagen. Einfach nur da zu stehen. Stoisch daneben zu stehen, vielleicht so ein bisschen unbewegt. Mit einem Kugelschreiber zu klippen. Weißt du, das sind so Dinge, da kannst du dann jemanden auch echt den letzten Nerv rauben. Besonders mir. Wie habt ihr euch das vorgestellt mit diesem Müllsammeln? Also wie weit habt ihr das durchdacht? Du hast eben schon gesagt, Markus, ihr wollt dort, wo ihr übernachtet, ja, an den Küstenstränden, da eben gucken, was liegt da rum, das einsammeln. So, jetzt habt ihr da vielleicht ordentlich was zusammenbekommen. Schnallt das auf das Lastenrad vorne noch obendrauf, glaube ich. Das wird funktionieren wahrscheinlich. Und dann zum nächsten Wertstoff- oder Recyclinghof. Habt ihr da irgendwas recherchiert? Guckt ihr da vor Ort, wo ist was? Weil ihr werdet ja auch in Gebieten unterwegs sein, wo na jetzt die Infrastruktur wahrscheinlich nicht so großartig ist, wo nicht der nächste Recyclinghof irgendwie einen Kilometer weiter ist, oder? Ja, genau. Deswegen haben wir auch uns auch aus diesen Überlegungen heraus, weil das kann man jetzt nicht im Vorfeld planen, wo wir einen Recyclinghof oder gegebenenfalls einfach nur einen Mülleimer, einen öffentlichen Mülleimer finden. Das kann man ja vorher nicht recherchieren. Aus dem Grund haben wir uns unsere Lastenbikes auch ein wenig anpassen lassen. Wir haben die in Bremen von Velolab bauen lassen und haben uns noch eine extra Platte auf den Lastenkorb bauen lassen, auf dem wir tatsächlich dann auch den Plastikmüll über weitere Strecken transportieren könnten. Da sind Ösen dran, wir können das mit Stripes verspannen und können dann auch einen halben Tag mit dem Plastikmüll durch die Gegend fahren. Der Vorteil ist ja, dass Plastikmüll kaum Gewicht hat. Selbst wenn es eine ganze Menge sein sollte, was wir da finden, können wir das schon transportieren. Ziel ist es aber, dass wir das möglichst immer zeitnah auch abgeben. Das werden wir irgendwo einen Punkt erreichen, an dem wir dann die Nacht, den Abend verbringen wollen, dass wir die Strände da abgehen und alles aufsammeln, was wir finden. Da wird manchmal wahrscheinlich gar nichts liegen. Und manchmal wird es vielleicht auch zu viel sein, um es abzutransportieren. So ungefähr stellen wir uns das vor. Dann würden wir dann aber an dem Abend oder am nächsten Morgen diesen Plastikmüll schon abgeben wollen. Entweder, wie gesagt, an einer Annahmestelle oder in einen Mülleimer bringen oder vielleicht auch mal bei Privatpersonen klopfen oder klingeln. Das werden wir sowieso müssen, um unsere Akkus regelmäßig aufladen zu können. Dadurch kommen wir ja aber auch dann wiederum ins Gespräch mit den Menschen vor Ort. Können die mal fragen, die da an der Küste wohnen, wie die das Problem sehen, ob es da solche Aktionen, ähnliche Aktionen gibt, dass da regelmäßig Plastikmüll gesammelt wird, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Habe ich aber auch schon gehört, dass das so ist. Das macht ja auch einen gewissen Reiz aus, dass man dann auch mit der Bevölkerung vor Ort in Kontakt kommt. Ja, da habt ihr jetzt nicht nur ein großes Abenteuer vor euch, sondern es ist ja richtig auch ein Projekt, was viel Orga erfordert, ne? Also es hört sich ja so an, zumindest, dass da viel zu beachten ist. Ihr müsst diese Kilometer schaffen, ja, in einer bestimmten Zeit. Ihr müsst oder wollt, müsst es ja nicht, ist immer ein schwieriges Wort, davon ja auch erzählen, die Sachen teilen. Das heißt, irgendwie auf Social Media posten, ihr wollt einen Film draus machen, soll ein Buch entstehen. ohne euch da jetzt irgendwie was nochmal aufbauen zu wollen. Ne? Aber es ist ja eine ganze Menge. Ist es jetzt momentan in der jetzigen Situation für euch eher so, oh, hoffentlich schaffen wir das überhaupt alles? Oder freut ihr euch viel mehr jetzt drauf zu sagen, jetzt geht's endlich los und jetzt können wir da raus? Also dieses Gefühl, endlich da raus und was zu erleben, nimmt es überhaupt Raum ein momentan oder bekommt es den? Ja, ich denke, also für mein Gefühl schon so, also ich will jetzt raus und will was erleben, weiß aber auch, dass wir uns eine ganze Menge vorgenommen haben und dass das auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dass wir dafür aber auch erstmal, wenn wir unterwegs sind, so eine Art Workflow entwickeln müssen. Den haben wir im Moment noch nicht. Wir wissen, wie die Technik funktioniert, wir wissen, wie Social Media funktioniert, aber wie wir das in einen Flow kriegen, sodass es einigermaßen vernünftig funktioniert über die Dauer, über diese 3 Monate, das werden wir in den ersten 3,
mal 2-3 Wochen wird sich das einspielen, denke ich mal. Und im Moment sieht das noch aus wie so ein Monolith am Horizont, der einen echt einschüchtern kann. Das ganze Equipment, die Kabellage, Social Media, jeden Tag was drehen, jeden Tag was schneiden, das vernünftig in Wortschrift und Bild bringen, das kann einem schon Angst machen. Mache ich mir jetzt noch nicht so den riesen Kopf drum, weil, wie gesagt, ich denke schon, dass wir dann Flow finden und dass wir auch Zeit finden, trotzdem Abenteuer zu fühlen, zu erleben. Das ist ja auch ganz wichtig. Und Spaß zu haben bei der Tour natürlich auch noch. Ja. Und da habe ich tatsächlich höchstwahrscheinlich ein ambivalenteres Verhältnis noch als Andreas. Und das hat meiner Meinung nach einfach auch damit zu tun, wie Andreas vorhin schon gesagt hat, dass diese ganze Orga sozusagen ich so ein bisschen übernommen habe. Ja. Dadurch fühle ich mich extrem auch den Leuten gegenüber verpflichtet, die uns unterstützen. Da bin ich tatsächlich auch, wenn ich sonst so ein bisschen planlos bin, aber ich bin eigentlich so jemand, ich antworte immer gerne Leuten sofort. Ich finde das total unangenehm, wenn ich jemanden warten lasse. Das ist einfach auch mein Stress, den mache ich mir, aber so bin ich, so tick ich eben auch. Ich möchte dann das auch erfüllen. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass jemand auf mich wartet, wenn der auch was für mich tut. Das hat was mit Respekt bei mir zu tun. Das ist einfach ganz tief verankert. Dadurch mache ich mir aber auch ganz viel Stress. Ich kann da nicht locker lassen. Ich muss das dann weghaben. Und deshalb, ich habe im Moment tatsächlich immer... Also in den letzten Wochen war es wirklich so, dass ich wirklich ganz ehrlich, dass ich dachte, ich habe mich das ist zu viel. Also ist zu viel und ich denke dann auch, oh Gott, und Film wollen wir auch noch machen und das und das soll auch gut werden und dieses und mein Gott und die ganze Technik und irgendwie müssen wir auch irgendwie, wann filme ich, was ist die Story des Films? Also dass dann extrem viel Druck da ist, weil eben auch so viele Leute uns jetzt unterstützt haben. Was ich vorhin gesagt habe, hat es jetzt so lange gedauert, bis wirklich alles da war. Ich hatte gar nicht diesen Moment, einfach mal runterzukommen und zu sagen, jetzt ist ja alles da, jetzt kann ich es eigentlich ein bisschen genießen und es geht los. Und ich denke auch in dem Moment, das habe ich festgestellt bei den 3 etwas längeren Touren, die ich bisher gemacht habe, die immer so knapp über 100 Kilometer waren, in dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad war und einfach gefahren bin, ist es von, mal ganz doof gesagt, von einer Sekunde auf den anderen abgefallen. Ich habe den Fahrtwind gemerkt, ich habe das Bike gespürt, ich habe irgendwie mich sofort gefreut, yes, unterwegs, jetzt passiert einfach das, was passiert. Und auch ich hatte auch total, ich bin 165 Kilometer hier von Hamburg hoch zur Ostsee gefahren, um das Fahrrad an die Ostsee zu bringen. Und das war eben so eine Nummer, da ich ganz relativ früh losgefahren und musste aber, weil es so ein kalter Tag war, 3-mal einkehren an irgendwelchen Tanken, um den Akku aufzuladen, weil der immer nur so knapp 45 Kilometer gehalten hat und dann war er schon so im roten Bereich. Und am Ende bin ich nachts um 1 angekommen, war durchgefroren, aber es war toll. Es war wieder dieses, alles ist chaotisch, aber du bist unterwegs und darum geht's. Ja? Und da habe ich trotzdem noch Social Media zwischengemacht. Ich habe noch eine kleine Story gemacht, ich habe noch 3 Filme geschnitten, als ich an den Tankstellen gewartet habe. Und da habe ich gedacht, super, so wird's auch im Endeffekt auf der Tour sein. Nur jetzt habe ich tatsächlich manchmal noch so dieses, nicht Damoklesschwert, aber dass ich so eine große Verantwortung spüre. Und wie Andreas gerade schon sagte, ich glaube, in dem Moment, wenn wir unterwegs sind, dann groovt sich das ein, dann fällt es weg und dann wird alles gut. Und ich finde auch, um vielleicht ein bisschen Druck daraus zu nehmen, Markus. Ja, wir haben ganz viele tolle Unterstützer und wir sind denen natürlich in gewisser Weise auch verpflichtet. Aber was die unterstützen, ist ja, wir gehen auf diese Tour und erzählen davon. Und das machen wir auch. Also wir brauchen nicht nochmals darüber hinaus leisten. Wir brauchen nicht über uns hinauswachsen. Was die toll finden, unsere Unterstützer, darum sind sie ja mit dem Boot, ist unsere Tour. Und die machen wir einfach und erzählen davon. Und das wird auch klappen und das wird sich einspielen. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Und das wird Stress geben zwischendurch mal und es wird nicht alles so funktionieren. Aber wenn wir wieder zurück sind nach diesen 3 Monaten, sind wir wahrscheinlich richtig, richtig geile Dokumentarfilmer, die jede Art von Technik beherrschen und denen gar nichts mehr Angst machen kann. Dann sollten wir, glaube ich, noch eine Tour machen. Ja, eben nicht, habe ich ja gestern zu dir gesagt. Ich will ein bisschen Angst machen. Ich habe mich lustigerweise gestern zu Andreas gesagt, weißt du, wann ich die erste E-Mail letztes Jahr geschrieben habe für unser Projekt und das war tatsächlich an VeloLab, an unseren Fahrradhersteller, im Juli, also im Endeffekt ein Dreivierteljahr hänge ich jetzt an diesem einen Projekt. Also ich kann nur froh sein, dass ich arbeitsloser Schauspieler bin, dass mich da keiner mehr buchen will, weil wenn ich jetzt mal ganz doof 2 oder 3 Projekte gehabt hätte, das hätte ich nie hingekriegt. Und auch mit Webseite, ne? Also muss man auch nochmal sagen, der Thorsten Schitkowski, der hat eben uns die Webseite gemacht. Und ich hatte am Anfang auch gedacht, ja, da sitzt der mal 2 Wochen dran, dann ist die Seite fertig. Pustekuchen, ne? Das war ein wirklich auch ein über fast 4 Monate laufendes Ding. Und ja,
auch gar keine große Ahnung, weil ich Thorsten ja auch vorher nicht kannte. Und Andreas musste da auch total vertrauen, dass da jetzt jemand dran sitzt und eigentlich unsere Visitenkarte bastelt und mal gucken, wie die wird. Und er hat echt so was Schönes hingekriegt. Auch, ich bin jetzt auch so stolz, dass da so viel Info drauf ist, ja, dass da auch wirklich die Leute wirklich eintauchen können. Dass das jetzt nicht nur so ein Tralala, irgendwie drei Sätze und wir machen das und bitte spenden. Sondern wirklich, wenn einer wissen will, dass wir hier was ernst meinen und dass wir uns ein paar Gedanken gemacht haben, dass wir ein paar tolle Leute zusammentragen konnten für dieses Projekt. Das, finde ich, sieht man an dieser Seite. Gleichzeitig hat sie aber auch Humor, diese kleine Animation, finde ich ganz toll, die er da reingebaut hat. Und eben auch diese Verlinkungen zu anderen Seiten, dass man, da ist wirklich eine kleine Welt entstanden, die dieses Projekt wahnsinnig gut darstellt. Ja, und das war eben dann auch ein Riesenbaby, wie oft man mit dem gesprochen hat, um wieder nachzufassen, wie wollt ihr das jetzt genau und guckt doch mal so, und dann war es dann irgendwann alles fertig, ne? Ist ja auch ein schräges Gefühl, so viel jetzt schon gemacht zu haben und da so einen riesen Ballon aufgeblasen zu haben, obwohl im Prinzip noch keinen Kilometer gefahren seid. Ne? Genau, das ist dieser Moment, wo man denkt, jetzt hat man da so einen Ballon aufgeblasen, das müssen wir dann aber auch machen. Wollen wir hoffen, dass er steigt und nicht platzt. Genau. Ja. Ja. Aber das wird er morgen. Ihr werdet morgen losfahren. Was habt ihr zu essen dabei zum Beispiel? Habt ihr da Zeug schon eingepackt oder ist es so, dass ihr euch vorgenommen habt, da irgendwo einen Supermarkt anzuhalten zwischendurch? Also auch noch wieder eine Station zu haben, wo es anzuhalten gilt, um euch was rauszuholen oder irgendwann im Imbiss-Restaurant einzukehren. Auch das ist ja was, das habe ich immer gerne gemacht auf meiner langen Tour. Wenn irgendwo was kam, habe ich mich da hingesetzt, mir was bestellt. Das war dann auch in Ordnung. Ja, wir können natürlich nicht für die ganze Tour, für die ganzen drei Monate Vorräte dabei haben. Nein, das wäre töricht. Das wäre töricht. ich habe jetzt tatsächlich Essen für 4 Tage dabei, weil wir ja morgen starten und dann haben wir das Osterwochenende und sind ja erstmal auch noch in Deutschland. Und dann können wir zumindest nicht in den Supermarkt gehen. Ins Restaurant vielleicht schon, aber das werden wir eher selten machen. Markus und ich wollen ja die Tour dazu nutzen, auch mal 10 bis 15 Kilo abzunehmen. Deswegen gehen wir nie ins Restaurant. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel wie Andreas, aber ich habe nur gerade ein Porridge dabei, ein Bio-Porridge, und ich habe 8 Liter Hafermilch in Form von Pulverform, weil ich ein totaler Hafermilch-Freak bin. Dass, wenn ich mein Nescafé mir mache oder meinen Öko-Nescafé zusammenbraue, dann muss ich da mindestens die Hälfte muss Hafermilch da drin sein, sonst schmeckt mir das nicht. Und mein Müsli muss natürlich auch irgendwie einigermaßen schmecken. Deshalb nur Wasser oder? Nur das Beste, nur die besten Zutaten. Das Beste ist auch. Das wird sich auch relativieren im Laufe der Tour. Ja, das wird sich total relativieren. Und gleichzeitig werden wir, wie du schon gesagt hast, es auch mal genießen, auch wenn wir abnehmen wollen, dass wir mal, da ist ja auch eine gute Kombi, dass man mal sagt, guck mal hier, nettes, lauschiges, kleines Restaurant oder eher ein Café irgendwie, jetzt halten wir mal an, einen kleinen Schnack hier machen, gleichzeitig können wir irgendwie einen Kuchen essen und auch nochmal eine Stunde oder anderthalb unsere Akkus aufladen. Und wie ernst ich das gemeint habe mit dem Abnehmen, kann ich mal kurz erzählen. Ich bin ja gestern mit dem Fahrrad hier nach Hamburg gereist. Das waren für mich 120 Kilometer. Und als ich die Stadtgrenze von Hamburg erreicht habe, vorher war alles Landstraße, das war so, glaube um 18 Uhr rum, war ich ziemlich ausgehungert. Ich hatte bis dato nur 2 Müsli-Riegel gegessen. Bin ich gleich an den erstbesten Imbiss gefahren, habe mir eine Portion Süßkartoffelpommes gegönnt. Ja, Belohnungssystem ist total, total wichtig. Ja. Ja, aber ansonsten, auch darauf freue ich mich. Morgens auf dem Gaskocher das Porridge zu kochen und abends auf dem Gaskocher dann diese Trockennahrung, die man eben so dabei hat, ob das jetzt Nudeln sind oder was auch immer. Das hat also dieses Draußenessen, in die Landschaft gucken, diese einfache Form der Zubereitung, alles sehr übersichtlich und einfach, das hat auch was. Und man gewöhnt sich auch an diese Art zu essen. Wir kennen das ja aus dem Sarek schon, da haben wir uns 14 Tage auf die Art ernährt. Da gewöhnt man sich daran, der Körper gewöhnt sich daran. Klar hat man irgendwann auch mal Hunger und dann setzt das auch mit dem Abnehmen ein. Finde ich persönlich, ich kann Hunger gut aushalten, finde ich nicht so schlimm. Es darf halt eben nur nicht kritisch werden. Ne? Ja. Aber wir werden schon sicherlich etwas anders aussehen, wenn wir wiederkommen. Weil das war doch die lustige Sarek-Geschichte, dass es uns in den ersten 10 Tagen überhaupt nichts ausgemacht hat. Die letzten 4 Tage hatten wir einen Hunger, weil Andreas die Reserven hat das interessant erklärt. Erklär nochmal, Alter. Ja, um es kurz zu sagen, unsere Reserven waren halt eben schon verzehrt. Der Körper hat natürlich in den ersten 10 Tagen von den Reserven gelebt und die waren irgendwann weg. Und dann kriegst du den Hunger auch nicht mehr gestillt. Also wenn der Körper dann anfängt, Muskulatur zu verzehren oder seine Energiereserven aus der Muskulatur
aufzufüllen, kriegst du den Hunger nicht mehr gestillt. Dann hast du morgens was gegessen und hattest eine Stunde später sofort wieder Hunger. Das ist dann unangenehm. Ja. Da möchte man ein bisschen auf Gras oder Birkenrinde rumkauen. Aber naja, ihr habt ja natürlich Strecke, die macht eine größere Strecke mit den Rädern, die ihr zurücklegen könnt, auch in kürzerer Zeit als jetzt zu Fuß. Ja, ne? Und seid an Küsten unterwegs, wo immer ja wieder auch öfter Orte sind als irgendwo tief im Landesinneren. Richtig. Im Sarek waren wir auf uns selbst angewiesen. Was wir nicht dabei hatten, haben wir nicht essen können. Und zum Ende hin wurde die Nahrung auch wirklich knapp. Jetzt ist das nicht so. Wir sind an Küsten unterwegs, die sind ja meistens oder oft auch touristisch geprägt. Wir werden dann überall Möglichkeiten finden, unsere Nahrung wieder auffüllen zu können. Total. Ich glaube nicht, dass uns das passiert, was im Sarek. Du, wie viel? 7 Kilo? 8 Kilo? In 2 Wochen? 8 Kilo in 2 Wochen abgenommen. Das war schon krass. Ich habe 5 Kilo. War echt stolz. Ich habe mal wieder meine Ansätze von meinen Bauchmuskeln gesehen. Das ist natürlich auch für die Eitelkeit nicht das Schlechteste manchmal. Ne? Aber ich denke auch, also jetzt habe ich eh ein bisschen Polsterchen dabei. Dass ich schon zu Andreas gesagt habe, wir müssen fast aufpassen, weil wir haben so viele Möglichkeiten zum Schleckern und dann will man sich ja immer belohnen. Ne? Deshalb Kocher benutzen und dann wieder mal so zu reduzieren. Genau. Und das Verrückte ist, es schmeckt ja dann. Also ich finde ja, dass das auch was hat. Und die Mahlzeiten sind halt klein. Zu Hause kochst du meistens ein bisschen mehr und kannst dir noch nachnehmen. Und die Tütensuppe ist die Tütensuppe. Und danach gibt's halt nichts mehr. Genau. Da kommt man auch mit zurecht. Genau. Allerdings, im Sarek war es zumindest so, dann läufst du halt auch mal hier deinem Partner her und denkst dir, ich glaube, der versteckt noch eine Tafel Schokolade von mir. Der hat bestimmt noch Schokolade und will die nicht mit mir teilen. Was mache ich eigentlich, um an diese Schokolade ranzukommen? Also die letzten 4 Tage, das war wirklich schräg. Frühstück und eine Stunde später hast du das Gefühl gehabt, alter Schwede. Ich habe noch gar nichts gegessen. Ich habe so eine Mal. Man geht ja vor sich hin. Nur. Es regnet vielleicht. Man ist sowieso in sich gekehrt und du beschäftigst dich dann nur mit dem Hunger. Das ist dann psychologisch. Ja, das war echt crazy. Fatal. Na, ihr werdet, glaube ich, keine großen Probleme bekommen. Ihr werdet bestimmt hier und da auch mal was zugeschickt bekommen oder eingeladen werden. Vielleicht das wird schön. Müsst ihr euch hier oder sogar mal wehren und sagen, jetzt reicht's mal. Das wird wahrscheinlich den Leuten ja immer erklären, dass ich Vegetarier bin, dass ich das jetzt leider nicht essen kann. Das ist ja immer so schrecklich, wenn Gastfreunde, und dann haben die aber einen ganz tollen Rentierbraten auf dem Tisch und du sagst, ich kann nur die Kartoffeln nehmen. Und ich nehme leider nur die Hafermilch im Kaffee. Also ich wünsche euch heute jetzt erstmal einen richtig schönen letzten Tag, dass keine Unwägbarkeiten mehr auftauchen, dass der Postbote gleich klingelt, der immer noch nicht aufgetaucht ist. Ich werde schon nervös. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Und vor allen Dingen, dass ihr dann natürlich morgen echt einen guten Start hat und dass genau das eintritt, was du gesagt hast, Markus, wenn ihr auf dem Rad sitzt, dass dann alles abfällt und das ganze Ding vor euch liegt mit einem tollen, was da kommt. Ja. Schön, dass ihr da wart. Ja, hat uns sehr gefreut. Ja. Beziehungsweise ich hier bei euch sein durfte. Ne? Wir sitzen bei dir, Markus, hier am Tisch und die Räder stehen da vorne. Ja. Und die lasse ich mir von euch jetzt auch noch mal kurz zeigen. Ja. Danke euch. Ja, vielen Dank an dich, Christo. War wieder sehr schön. Ja, war richtig toll, Christo. Danke. Vielleicht sprechen wir noch mal, wenn wir wieder zurück sind. Sehr gerne. Sehr gerne. Da bin ich so oder so drauf gespannt zu hören, was ihr erzählt. Also wir sprechen auf jeden Fall und vielleicht schalten wir das Mikro nebenher an. Der Sinn unserer Tour ist hauptsächlich, diesen Seehamster zu finanzieren für One Earth, One Ocean, damit eine maritime Müllabfuhr im großen Stil auch stattfinden kann. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder deine Zuhörerinnen und Zuhörer uns unterstützen wollen, mach das bitte. Jede Spende zählt. Und wenn sie noch so klein ist, wir freuen uns riesig drüber. Und One Earth, One Ocean und die Welt und die Ozeane sogar noch mehr. So, jetzt habt ihr eine ganze Menge gehört und wahrscheinlich einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was Markus und Andreas vorhaben. Ich wollte mir aber unbedingt nochmal die Räder angucken und nochmal ein paar Fragen stellen, mir ein paar Details erklären lassen zum Aufbau, wie da alles verschnürt und verpackt ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ja, da hören wir auch nochmal ganz kurz rein in ein bisschen Fachsimpelei. Schau doch mal hier, das ist dieser Tisch, von dem Andreas vorhin gesprochen hat. Das Material, das ist irgendwie so eine Art Reisholz. Also das ist also eine leichte ganz leicht, Holzplatte, richtig. Halben Zentimeter ungefähr. Und es soll tatsächlich, man soll es unter Wasser verbauen können, also es soll total wasserdicht sein. Und dann hatte ich, weil Andreas hat das gleiche System und er hat ein kleines Solarpanel. Da habe ich natürlich gesagt, komm, wir sind unterwegs, wir wollen irgendwie Alternativen aufzeigen. Wir wollen zeigen, wie man vielleicht nicht nur Plastikmüll sammelt, sondern wir wollen auch irgendwie zeigen, dass man auch ökomäßig seinen Strom produzieren kann. Also brauche ich natürlich auch noch ein Panel. Dann habe ich auch wieder so eine Sponsoring-Anfrage. Und dann hat der mir am Telefon gesagt, ja, ich hätte da was für dich. Wie groß ist denn dein Tisch? Blablabla, irgendwie 60 mal 50 Zentimeter. Ja, ich hätte da was. Und das hat sogar noch mehr Power. Und innerhalb
Jetzt müssen wir gucken, ob das so funktioniert. Es hat 27.000 Milliampere-Stunden. Das ist schon echt ein fetter Akku. Ja, die normalen, die wir dabei haben, wir haben 20.000. Also der ist noch ein bisschen größer. Der soll bei Sonne in 3 Stunden voll sein. Das finde ich schon eine Ansage. Mal gucken. Auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, was ihr sagt. Weil meine Erfahrung mit diesen Solarpanels ist, dass es einfach doch viel, viel länger dauert und dass so diese Optimalsituation, dass die auch genau im richtigen Winkel stehen zur Sonne und so weiter, dass die sehr selten wirklich gegeben ist, ne? Und dass du einfach ein bisschen länger brauchst als so erhofft, ist meine Erfahrung. Dadurch, dass es natürlich so große Fläche hat und auch, ne, das ist das Tolle. Wenn du jetzt wandern wärst mit dem Rucksack, dann hängt das Ding ja immer ungünstig dran. Aber dass das ja wirklich jetzt, sagen wir mal, wirklich so Mittagszeit, jetzt in Skandinavien steht die Sonne ja wirklich sehr lange, da oben im Zenit, könnte ich mir schon vorstellen, dass da, ja, das könnte gut dass da was passieren könnte. Ne? Und deshalb habe ich aber auch nochmal so ein Spezialkabel, musste ich eben auch, deswegen auch nur die Powerbank, die der nette Oliver von der Sonnenrepublik hat. Das ist auch alles etwas Neues, müssen wir ausprobieren. Er hat uns sogar gesagt, das wäre dann aber fürs nächste Mal, dass es ein System gibt, was dann zusammenklappbar ist, was ein riesiges Segel wäre, was man dann abends vors Zelt legt oder mittags irgendwie rauslegt, wenn man eine Rast macht. Und das würde das mit so einem Konverter, nenne ich das jetzt mal, die Spannung umrechnen. Man könnte dann sogar seine Akkus damit laden. Okay. Das wäre ja absolut, also wenn das auch noch funktionabel wäre. Aber das ist auch robust hier, dieses Panel. Das heißt, du kannst da theoretisch auch deinen Müll draufpacken. Genau, ich habe dann hier in dem kleinen Täschchen habe ich so eine Spinne drin, die Andreas jetzt vorne drauf hat. Die würde ich dann eben, wenn wir gesammelt haben, dran machen an diese Ösen. Dann das ist wasserdicht, das ist wirklich stabil. Du siehst, ich habe hier auch durchgebohrt. Also das hält echt was aus. Und das sitzt jetzt, um das nochmal einmal zu sagen, hier auf dieser Platte, die du gerade schon beschrieben hast, diese Reisholzplatte. Und die ist auf dem Cargo-Käfig, ne? Oder wie auch immer man diesen jetzt nennt. Und das müssen wir Schellen. Die Schellen sind lustigerweise aus dem Gerüstbau. Ja. Die sollen auch salzwasserfest sein. Wir werden auch das überprüfen. Und bei mir ist es tatsächlich so, es ist wie so ein DeLorean, die Flügeltür. Also ich habe zum Klappen und bei Andreas ist es ein bisschen anders. Andreas, du hast es. Ich nehm die Platte komplett ab. Also okay. Wenn ich daran will, ich daran ab. Ja. Und unten drunter, also in diesem Gepäckkäfig sozusagen, da habt ihr jetzt diese großen wasserdichten Packtaschen drin, ne? Und da ist alles drin, was ihr braucht. So. Das meiste Equipment ist vorne in der großen Tasche drin, wasserdicht verpackt, ein bisschen was noch hinten in den Gepäckträgertaschen. Ja, Wahnsinn. Also das. Oh, da ist der Postbote. Da ist der Postbote. Hallo, hier im Nebeneingang. Ich weiß gar nicht. Wollen wir es mal live aufmachen? Unboxing? Nee, machen wir nicht jetzt. Nee, aber die Räder fahren sich gut, vermute ich mal. Ja, sonst würdet ihr nicht mit denen losziehen. Die sehen auch echt richtig gut aus. Ich habe tatsächlich die Bikes vor 3 Jahren das erste Mal Probe gefahren. Da dachte ich, erzähle die Geschichte immer gerne, dass ich für RTL eine Sitcom mache. War mir schon so sicher und habe das Geld schon auf meinem Bankkonto gesehen und habe gedacht, so, jetzt was brauchst du in deinem Leben? Ein Cargo-Bike. Yes! Weil ich natürlich weiß, die Dinger sind nicht günstig. Da muss man halt schon, ja, kann man ja einfach mal sagen. Ne? Ein paar tausend Euro musst du da schon auspacken. Genau, ein paar tausend, also musst du schon 5.000, 6.000 Euro, wenn du elektrifiziert auch sein willst und vernünftige Bremsen haben willst. Und ja, das kostet das eben. Ja, dann hatte ich tatsächlich dieses Bike hier in Hamburg bei einem Fahrradladen gesehen und habe das dann ausprobiert und habe es mir fürs Wochenende ausgeliehen. Und war extrem positiv überrascht, wie leicht es sich auch lenken. Das hat ja interessanterweise so eine Bautenzuglenkung. Und du kannst extrem einschlagen. Man muss sagen, du lenkst ja hier und quasi das Rad ist einfach einen Meter weiter vorne, ne? Also das ist ja so ein bisschen ungewohnt. Aber du kannst es bis hier einschlagen. Ja. Das heißt, du kannst du kannst theoretisch wenden. Auch hier weiter einschlagen als 90 Grad. Du kannst sehr, sehr sportlich damit fahren. Also ist das ein Problem, während du fährst, kannst du es natürlich nicht machen. Ne? Da musst du ein bisschen aufpassen, wie weit du gehst. Aber wenn du mal navigieren musst, also auf der Stelle zu drehen, ist es schon von Vorteil. Jemand, der vom normalen Fahrrad kommt, meiner Meinung nach, kommt damit viel besser klar als mit so einem anderen Teil, wo du wirklich dich dann darauf einstellen musst, dass du eben nur bis da und da einschlagen kannst. Und
Ich habe letztens mal wieder mein normales Fahrrad gefahren und habe dann nur gedacht, weil das natürlich einen extrem guten Geradeauslauf hat, gedacht, boah, ist das wackelig. Hast ja noch nie sonst so wie bei dir jetzt. Das bist man ja gewöhnt, das ist ja ganz normal. Ich habe dann wirklich 10 Minuten gebraucht mit meinem normalen Fahrrad, dass ich wieder so einen ruhigen Fahrstil hingekriegt habe. So ein Cruiser-Gefühl mit dem langen Fahrrad und mit dem Reifen da ganz vorne. Ja, und am Ende des Tages, wenn wir das verstehen, was hast du ganz viel dabei hier so? Wassersack hier vorne. Wie heißen die? Ne? Wie heißen die nochmal, Andreas? Kabelbinder. Kabelbinder. Und ich glaube, am Ende des Tages werde ich hier wahrscheinlich 3 Kabelbinder, dann hält das halt auch für immer. Kabelbinder ist das absolute Survival-Tool. Genau. Und am Ende muss es dann nicht schön sein, sondern es muss einfach halten. Ich weiß, ich habe schon meiner Frau hinten einen Kabelbinder in den Bikini Verschluss ersetzt, ja, in einem Urlaub. Super! Kannst du für alles benutzen. Siehst du? Genau. Das sagt ja lustigerweise auch der Zweiradmechaniker, bei dem ich die Inspektion gesagt habe, ganz wichtig, Kabelbinder. Ich so, okay. Und das erste, was ich Andreas gefragt habe, hast du Kabelbinder? Ja, habe ich. Wie viel hast du denn? Ja, 6 Stück, aber auch nicht die ganz lang. Da gibt's kurze dabei. Weißt du was? Ich schreibe mir das, wir gehen ja heute nochmal ganz kurz zu unserem Freund. Wir haben auch zwischendurch bestimmt Gelegenheit, mal im Baumarkt zu gehen. Ja, da hast du auch wieder recht. 3 Monate geht es jetzt für Markus und Andreas auf große, große Reise. Wir werden die beiden begleiten können, wenn wir denn wollen, immer mal nachvollziehen können, wo sie denn sind, wie es ihnen geht. Ich habe eben schon gesagt, dass ich die jeweiligen Links, wo wir das tun können, nochmal in den Newsletter packe. Und das tue ich auch, den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/frei raus. Ich will die Website des Projekts aber trotzdem auch nochmal hier nennen, und zwar ist das big-biking-cleanup.com. Ihr findet die beiden natürlich auch mit ihrer Aktion auf Instagram unter big-biking-cleanup, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr nachvollziehen, wo sie gerade stecken, was sie gerade tun, wie viel Müll sie auf ihrem Fahrrad haben und ob das überhaupt noch fährt, wie das Essen schmeckt, ob das alles funktioniert mit dem Übernachten, wo sie ihren Akku aufladen können und so weiter und so fort. Ich bin selber total gespannt, wie diese Aktion, diese Reise so wird, und hoffe natürlich insbesondere, dass die beiden A ihr Ziel erreichen, nämlich ordentlich Geld einzusammeln für eine saubere Umwelt, aber auch, dass die beiden viele schöne Momente, auch Momente, die nicht bestimmt sind, von irgendwelchem Orgakram sammeln können da draußen. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr die Aufbruchsstimmung, die hoffentlich auch bei euch herrscht und sich so langsam unterschwellig ausbreitet, dass ihr auch die nutzt, aus der was macht, und wenn es nur im Kleinen ist, ein paar Abenteuer greift da draußen vor der Haustür, vor allen Dingen viel Zeit draußen verbringt und mal den ganzen Wahnsinn auch hinter euch lasst, den der Alltag so mit sich bringt. Ich wünsche euch jetzt vor allem erstmal ganz tolle Ostertage. Genießt die Feiertage, das Zusammentreffen mit Menschen, die euch lieb sind. Habt eine gute Zeit und hört gerne nächste Woche Donnerstag wieder rein, wenn es hier eine neue Folge gibt, bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Sometimes it'll get